Ich habe gestern gerade einmal mein Abstimmungskuvert aufgemacht. Ich habe das gerade am ersten Tag ausgefüllt und habe festgestellt, es hat auf allen Zetteln ein Nein. Und ich tue das Abstimmungskuvert am Sonntag bringen. Ich tue das nie schicken. Ich bin letzte, als ich es gebracht habe, da hat es Sugus gegeben. Für jedes, dann habe ich gesagt, wieso Sugus? Ja, das ist schön, dass Sie kommen. Ich habe gesagt, das ist ein Bürger, für das will ich kein Sugus. Das ist eine Frechheit. Und ich meine, das ist ein Bürgerrecht, eine Bürgerpflicht. Und ich finde, man sollte unbedingt stimmen. Und unbedingt persönlich stimmen. Und ich bin sicher, da wird viel betrogen. Ja. Und zwar mit diesen Abstimmungskuvert, das läuft ganz komisch. Am Freitagabend tun sie alle aufschlitzen. Und Druckereien sagen nicht, wie viel das drucken. Was passiert da? Und ich glaube aber, dass man das nur bis zu einem bestimmten Mass kann. Und wenn man selber vorbeigeht am Sonntag, geht es weniger gut. Also das würde ich sehr betonen. Und ja, nicht E-Voting. Das wäre, dann ist fertig. Vielleicht wäre das ja mal eine Anregung an den Nationalrat beziehungsweise an die Politik, eine Qualitätssicherungsprozedere einzuführen in diese Abstimmungsverfahren, weil das ist ja heute technisch möglich. Also wenn der Musk irgendwie 3000 Satelliten in die Umlaufbahn schießen kann, dann wird es ja wohl möglich sein, ein wirklich sauberes, ein fälschungssicheres Abstimmungsverfahren. Aber nicht E-Voting. Das geht nur mit Papier und das hat früher funktioniert. Ja, weil man Kuvert nur am Sonntag bringen können und die Urnen sind verschlossen gewesen. Ja. Und die hat man nicht am Abend, am Freitagabend schon aufschlitzen. Ja. Es hat Wahlbeobachter, das müsste man nur wieder machen. Ja, man kann